Herr Basaltfaust, wäre vielleicht eine Freude, wenn ihr nicht gleich alle potenziellen Sklaven töten würdet. Hä? Wie muss ich denn hier, um meinen Job zu machen? Und der beinhaltet nicht, dass ich für dich einen Sklaven zu fangen. Naja, jeden, den du selbst erlegst, kannst du natürlich gefangen nehmen. Ich helfe dir nicht, die Arschlöcher dann wieder einzufangen, wenn die weglaufen. Habt ihr dort diese drei Raben gesehen? Das ist nichts! Das ist nichts! Nun, ich hatte so etwas schon mal gesehen, aber weiter, viel weiter nördlich hier von hier. Ja, der Rabe ist ja hier sehr vertreten, aber was... Raff ihm! Achte nicht auf ihn! Raben mir, was bedeutet die Tres Raben? Was ist das? Nun, im Norden gibt es eine Sage, die... Hast du nicht gehört? Der Boss sagt, du sollst nicht drauf achten. Nee, er kann auch zuhören. Richtig, ich bin vor allem für Raben hier, nicht für den anderen. Also, es gibt eine Sage im Norden, der Handel von drei Raben, die einstmals, nun ja, dem Herrn der Toten dienen, Golgari, Bestarie und ein, nun ja, gefallener Rabe, könnte man sagen. Mamma mia. Was? Er hat sich vom Boron abgewandt? Das kann ja nicht sein. Er fiel aus dem Nest, könnte man sagen. Oh. Ist eine sehr alte Sage. Komischerweise ist sie im Norden nur vertreten. Lügen! Auf ihm, hör auch nicht auf ihn! Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Wenn ihr nicht bald anfangt zu klettern, lassen wir euch hier. Hier läuft es kalt den Rücken herab. Ja, wir sollten weg von diesem Raben. Irgendwas stimmt da nicht. Haltet euch fern von diesem Raben. Ich zeig mal auf einen bestimmten, so einen weißen wahrscheinlich, so einen zerfledderten. Zerfleddert, halb skelettiert. Wenn ihr das seht, nun ja, dann rennt. Sisi, das mache ich. Ja, dann geht's ans Klettern. Dann bekomme ich bitte von jedem ein W20. Ja, runterzufallen. 14. Ich bin der Schlechteste. Ja. Wie heißt du, Korragon, ne? Korragon. Während ihr nach oben klettert und Meter um Meter gut macht, immer mal wieder vielleicht sogar nach unten starrt, 500 Schritt kann das sein, sind dort oben schon die Wolken. Nach ungefähr 100 Schritt, ihr habt euch natürlich auch das ein oder andere Mal gesichert, irgendwelche Haken reingeschlagen, da fest Korragon oder Mires den Anweisungen nicht ordentlich folgend, weil er an dem Schrumpfkopf herumgedrückt hat. Vielleicht hat er sogar einen Fluch auf sich geladen. Fest er in einen der Pilze, die hier aus der hohlen Felswand herausragen, und dann eine kleine Sporenwolke, die auf dich herzuströmt und dir schwere Atemnot beschert. Ach, ich will mit der, freien Hand, mit der ich gerade reingepackt habe, vor meinem Gesicht herum in die Wolke so ein bisschen zu verwirbeln. Schleimiges Mistvieh! Was habt ihr über mich hier gesagt? Ach, gar nichts! Klettert weiter! Ja, ich bin doch auf dem Weg! Weckt euren Arsch! Eine Konstitutionsprobe, Korragon. Konstitutionsprobe. Ich denke, die Korragon-Konstitution ist eher so bei 11 oder so. Oh, hast es nicht geschafft. Also, machst noch 2 Meter nach oben, dann merkst du, wie deine Hand nicht richtig ergreift. Und plötzlich rutscht auch dein Fuß ab. Und du willst nachgreifen, du versuchst es, aber du kannst deinen Arm nicht bewegen. Und während du noch versuchst, um Hilfe zu rufen, da spürst du, wie die anderen sich entfernen. Wie sie wirklich schnell nach oben klettern. Aber es bist du, der nach unten fällt. Und während die anderen dir nachgucken, kannst du sehen, wie einer der Haken sich aus dem porigen Gestein löst. Das Seil gibt nach. Es reißt einmal und mit einem widerlichen Flatschen schlägst du auf die Speere auf, die dort unten neben dem Schrumpfkopf angebracht sind. Warum hast du auch losgelassen, hä? Bist du dumm? Die Antwort ist das Schweigen des Grabes. Naja, wenigstens hat er nichts Wichtiges dabei. Weiter klettern. Er hätte diese Schrumpfköpfe nicht anfassen dürfen. Ich denke auch, zum Glück haben wir alle anderen darauf gehört, ne? Wir haben doch darauf gehört. Niemand von euch hatte die angefasste. Nein, nein.
Nun, war es denn wirklich ein Verlust? Ich meine, ich habe zwar auf Jeff getippt, dass er zuerst sterben wird, aber dass irgendwer stirbt, war uns doch allen klar. Lustig, ich dachte, ihr werdet es. Ich verstehe nicht ganz. Ein Mensch ist gestorben und ihr lacht über ihn? Nun, wir könnten jetzt auch trauern, aber in unserer Situation würde das nichts bringen, ne? Vielleicht sollten wir erstmal weiterklettern. Ja. Mit einem sehr genervten Blick steht ihr am Ausgang der naturwissenschaftlichen Fakultät und seid froh, dass ihr aus diesem Loch herausgekommen seid, aus diesem Keller mit Spinnenbein oder Stippengussbart, wie sie ihn nennen, aber Spinnenbein ist tatsächlich viel, viel passender. 2 Meter groß und 30 Kilo schwer, so viel wie ein kleines Mädchen. Ja, so steht ihr vor der Fakultät und betrachtet noch einmal den strahlenden Himmel. Was wollt ihr tun? Es ist nicht zu fassen, wie sehr ihr mich langweilt mit diesen Besuchen. Puh, dieser Typ war wirklich widerlich. Ja, er hat das Hygieneverhalten nun ja eines Orks, könnte man sagen. Ja, aber wir haben immerhin jetzt eine wichtige Information. Er hat eure Spinne gegessen. Er war immer noch bei weitem nicht so widerlich wie dieser Gardekommandant. Jetzt überleg doch mal. Wir haben eine wirklich wichtige Information. Goldo Baligan will eine Maraske. Beschaffen wir ihm doch eine. Ja, richtig. Das ist ein Angebot der Freundschaft, das wir ihm machen können. Die Frage ist nur, wo bekommen wir eine Maraske her, ohne erst einen Monat Hin- und Rückfahrt nach Janka auf uns zu nehmen? Sagt es nicht von Maraskan. Ich wollte sagen von Maraskan, aber gut. Maraskan ist aber nicht viel näher. Ich hätte noch eine andere Idee. Abelny hat ja dieses Buch bekommen. Vielleicht steht da drin, wie man Marasken anlockt. Nun, dann müsstet ihr trotzdem erst einmal finden, die sich anlocken ließe, oder? Außerdem, wenn es hier welche gäbe, dann wäre sie wohl kaum begehrenswert für Goldo Paligan. Ja, vielleicht kann sie sich besonders gut tarnen. Oder ist unsichtbar. Vielleicht hat ja ein anderer Grandein, um den wir ihn erleichtern können. Ah, meine Herren. Sehr schön. Ihr könnt sehen, wie Cesario Paligan auf euch zutritt. Cesario, immer wieder schön, euch zu sehen. Wie ist das Wertebefinden? Ja, sehr gut. Ihr seid hier, um eure Vorlesung abzuhalten, die 2 Stunden. Hervorragend. Ah, ich bin so froh, dass ich diesen Fang gemacht habe. Ich hoffe, die Bibliothek hilft euch weiter. Ja, in der Tat. Ausgezeichnet. Interessante Erkenntnisse, ausgezeichnet. Die wir in der Bibliothek gewinnen konnten. Ich werde auch gleich zu meiner Vorlesung die Metaphysik des Steinseins antreten. Ja, sehr gut. Das klingt fantastisch. Selbstverständlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Vorlesung besuchen. Nein, aber ich wollte mich gerade mit den Geologen unterhalten. Ah, die haben auch so viele interessante Steinsachen zu erzählen. In der Tat. Ich habe mich schon mit dem Dekan darüber verständigt. Und ein fantastischer Mann. Sehr interessant. Wir haben über, einen Einschluss innerhalb eines Basaltfragments geredet. Er geht davon aus, dass es sich um drachisches Wirken handelt. Und ich habe ihm da eine interessante Theorie beigebracht. Aber wie gesagt, ich bin schon spät dran für meine Vorlesung. Aber ihr müsst doch auch. Kommt doch einfach mit. Ja, ich fürchte auch, ich muss diesen Eleven mal wieder etwas über theoretische Demologie beibringen. Sie lernen. Sehr gut. Das klingt unglaublich spannend. Natürlich theoretische Demologie. Denkt ihr wirklich, ich beschwöre hier einen Dämon? Sagen wir einfach so, mich überkommt gerade der Drang, ein wenig persönliche Nachbildung zu nehmen. Nun, ihr könnt gerne auch eine eigene Vorlesung geben, wenn ihr mögt. Ich kann euch dafür einen Hörsaal freiräumen lassen. Ich kann euch natürlich auch gerne Zugang zu der Bibliothek gewähren. Oder etwas anderes? Hab Dank für das Angebot, aber ich fürchte, ich bin anderweitig gebunden. Schade. Ich überlasse euch dann nur in den fähigen Händen meiner beiden gelehrten Kameraden. Vortags, wir könnten eure Eleven mit an den Strand nehmen. Ich bin sicher, Stein sein können sie auch dort üben. Oh ja, oder ich werde die Vorlesung etwas umformulieren zum wandelhaften und wechselhaften Charakter des Wassers. Eine glänzende Idee. Ja, und sie werden sich bestimmt sehr freuen, eine
junge und hübsche Dame wie euch, weiß ich, wissen zu dürfen. Ja, das hat Shabob Saldilaban auch immer gesagt. Er meinte, seine Studiosi wären viel motivierter, wenn ich dabei sei. Ja, ich kann das verstehen. Sie wollen euch alle beeindrucken. Und ob sie wirklich etwas lernen, wenn sie ganz auf euch starren, war ich zu zweifeln. Ja, diese Zweifel hatte ich auch immer. Aber er schien sehr überzeugt von seiner These. Nun, ich bin mir sicher, der gute Dekan hat Boltak ja nicht wegen seiner, sagen wir, traditionellen Lehrmethoden eingestellt. Das ist richtig. Es ist intrinsische Motivation, die ich damit fördere, dass Zulamin da ist. Nun, aus dem Schaffensdrang, jemanden begeistern zu wollen, da erwächst die meiste Anstrengung. Außerdem eine Exkursion. Welcher Eleve freut sich nicht über eine Exkursion? Außerakademische Lernorte. Eine wirklich hervorragende Idee. Ja, dann tut doch das. Wir werden uns nachher auf dem Schiff besprechen. Ja, ausgezeichnet. Wenn ihr irgendetwas braucht, lasst es mich wissen. Ich bin natürlich gerne für euch da. Ein Geben und ein Nehmen, ne? Denkt immer daran, ich habe ein offenes Ohr für euch. Dann überlassen wir die beiden uns ihrem traurigen Schicksal. Ich werde Levo begleiten. Wenn sie zur Akademie gehen, gehen wir in dieselbe Richtung. Dann später auf dem Schiff. War mir eine Freude, euch zu sehen. Sario Paligan. Ja, und ihr müsst Rafim sein, ja? Der gewachsene Krieger. Ja, ich hörte von euch. Ihr seid das Gespräch auf dem Silberberg. Ich hoffe nur Gutes. Ja, ich denke schon. Man rühmt sich mit eurer Brutalität. Das ist gar beruhigend, dass man in so hohen Kreisen wertgeschätzt wird. Wollen wir jetzt gehen? Ja. Und so geht's ab. Gut, dann möchte Diamantis zu seinem Bruder, ja? Ich möchte zur Halle der Erleuchtung und fragen, ob er ansässig ist, auf Mission ist. Ja, Ashad Monterey ist anwesend und ist wohl nicht bei den Lehrern, aber er ist wohl mit einer derjenigen, die sich dann um die Studenten kümmern, also um die neuen Studiosos der Seekriegsmagie. Und wird dort wohl gerade ein Kolloquium oder so etwas geben, also Nachhilfe für die Hausaufgaben. Kann sich ja so ein bisschen rumfragen und nach ungefähr einer halben Stunde bist du so durch ein kleines Treppengebäude gelaufen, stehst du dann im dritten Stock vor einem Raum. Wenn du anklopfst, kannst du hineintreten und siehst ihn dann dort, wie er an einer Tafel steht, mit irgendwelchen Seefahrtsberechnungen und vor ihm sitzen 10 Studiosis. Ja, ich warte kurz noch vor der Tür, atme einmal tief durch, hol mir dann noch eine Zigarre aus, die an, sonst erkennt er mich vielleicht gar nicht. Ja, klopfe dann an, trete durch die Tür. Ja, er ist ein bisschen verwundert, jetzt nicht, dann blickt er sich um. Also wirklich, für mich hast du keine Zeit? Ich hatte dich eben noch nicht erkannt. Was machst du hier? Bin beschäftigt. Kein Hallo, kein schön dich zu sehen, kein es ist mehr als ein Jahr her. Tja, du weißt, dass es nicht schön ist und das eine Jahr. Was willst du hier? Mich bloßstellen? Ich bin wieder in der Heimat und ich hätte es nicht übers Herz bringen können, die Heimat wieder zu verlassen, ohne wenigstens mit dir geredet zu haben. Tja, dann solltest du zusehen, dass du wohl bald wieder verschwindest, oder? Nicht, dass du noch ein Flaggschiff versenkst. Wirklich? Wieder diese Diskussion? Fängst du wieder mit irgendwas an, was weit in der Vergangenheit liegt? Mir die Schuld für irgendwas zu geben, wofür du weißt, dass ich die Schuld nicht inne trage. Du warst einige Male an Bord und siehst zweimal dem Schicksal kaum entronnen. Gut, beim letzten Mal war es endgültig. Dann fangen wir die Diskussion hier an. Wissen deine Schüler denn überhaupt, warum du hier an der Akademie aufgenommen wurdest? Ein Bastard von einem Sohn eines Mohas. Wie kommt er denn überhaupt dazu, den Namen Monterey zu tragen?
Tja, du meinst also, dass der Name Monterey so sehr viel wert ist? Nun, mehr wert als keinen Namen zu tragen. Ohne den hättest du hier nicht mal eine Ausbildung. Du solltest mir dankbar sein. Glaubst du denn, dass meine Herkunft irgendeine Rolle spielt? Oder mein Name? Nur mein Können. Und das habe ich mir selbst erarbeitet. Du bist kein Magier. Du verstehst nur etwas von Lunden anzünden. Mehr hast du es nicht drauf. Ich habe länger zur See gedient, als du überhaupt auf einem Schiff verbracht hast. Länger, als du überhaupt auf die See gestarrt hast. Tja, das mag richtig sein. Dennoch habe ich es weitergebracht als du. Du bist jetzt ein, was, dreckiger Söldner, entlassen aus der Armee? Was tust du denn schon mit deinem Leben? Wie alt bist du? 40? Du sitzt auf der Straße als einfacher Fahner. Ich sitze weder auf der Straße noch... Vielleicht bin ich ein Fahner. Wen kümmert's? Nur weil du jetzt deine akademische Ausbildung hast, dass du Leute hast, die dir endlich zuhören. Leute, die ein Gewicht in dein Wort legen. Das hast du alles zu verdanken, dass ich 10 Jahre lang zur See gefahren bin unter derselben Kapitänin. Und dass der Name Zornbrecht hat dich erst reingebracht. Und haben die dich schon dadurch unter ihre Fuchtel bekommen? Haben sie dich in der Hand? Tja, den Namen Zornbrecht wird sich wohl jeder dran erinnern, aber an dich, an Diamantes Monterey, wer erinnert sich schon an einen Geschützbediener, der 2-mal auf der Golgari gedient hat? Niemand glaubt an Geschützbediener. Aber diese Eleven hier, die du vor dir sehen kannst, wenn ich längst tot bin, werden sie immer noch wissen, wer sie ausgebildet hat. 20 Jahre nach meinem Tod werden sie immer noch wissen, wer Ashad ist. Ich habe mehr Leute ausgebildet, als du jemals deine Magie vermitteln könntest. Die Frage bleibt, was willst du hier, außer mir Bescheid sagen, dass du hier bist? Willst du Geld? Bist du deswegen hier? Ich bin nicht hier, um Geld von dir zu verlangen. Es ist wirklich so schwer... Verlangen? Bitten? Du kannst darum bitten. So schwer zu begreifen, dass ich... da ich in der Stadt bin, dich einfach mal wiedersehen wollte, geglaubt habe, dass wir das, was in den letzten Jahren zwischen uns stande, hinter uns lassen können und vielleicht von vorne anfangen. Doch das Erste, was ich... Dann solltest du dich vielleicht entschuldigen. Entschuldigen? Für was denn? Du weißt dafür, nicht einmal, wofür du dich entschuldigen sollst? Dafür, dass ich dich dahin gebracht habe, wo du heute bist? Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern darum, was du nicht getan hast. Wenn du dich nicht entschuldigen kannst, dann geh. Was habe ich denn nicht getan? Das wirst du noch herausfinden. Schön, dass du in der Stadt bist. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Davon kannst du ausgehen. Ich würde ja sagen, es hat mich gefreut, dich gesehen zu haben. Aeolithos! Er streckt seine Hand aus und du weißt nicht genau, was passiert. Du wirst zurückgedrückt, die Tür wird zugeschlagen und plötzlich stehst du an der Wand des Flurs. Ja, Diamantes rappelt sich auf, seine Zigarre wieder vom Boden auf und schaut erstmal einige Augenblicke grimmig zur Tür, überlegt, ob er die jetzt wieder eintreten soll, um das hier und jetzt zu klären. Schon wieder die Tür eintreten, wie beim letzten Mal. Scheint sich aber an das letzte Mal zu besinnen, denken, dass er bisher seitdem ein größerer Mann geworden ist und dreht sich auf der Stelle um und verlässt. Deutlich schlechter gelaunt, als er reingekommen ist. Du kannst noch auf der anderen Türseite Lachen hören von einigen Kehlen. Derweil bei Apelmir. Du betrittst den Hörsaal, vor dir sitzen gelangweilte Eleven, allesamt in schwarz gekleidet, picklige Gesichter, ziemlich blass und bleich, also alles irgendwie Granden, die noch nie wirklich viel Sonnenlicht gesehen haben. Theoretische Dämonologie. Oh. Nun, meine Herren, kommen wir endlich zur Ruhe. Und Damen. Und auch diese. Nun, was wisst ihr? Ihr wisst gar nichts. Merkt euch das. So. Wir beginnen mit dem Urschleim. Ach. Nun ja, es muss so sein. Also.
Dämonen. Was wissen wir von diesen? Nun, wir müssen jetzt als erstes einmal betrachten, aus welcher Sphäre sie kommen. Ihr dort, was wisst ihr über das Sphärenmodell von Rohal? Ja, siebte Sphäre? Nee, sechste. Was? Wie das war was? Kommt davor. Ich habe die siebte gesagt. Ja, das ist richtig. Nun gut, für die anderen. Wenn ihr nichts wisst, haltet die Klappe. So. Was wisst ihr über die siebte Sphäre? Niemand weiß etwas darüber. Sie ist Chaos. Das ist nicht richtig. Nicht vollständig richtig. Habt ihr einmal das über den Ursprung des Wortes Niederhöhlen nachgedacht? Nein. Nun, das Wort Niederhöhlen deutet an, dass es eine Niederhölle und eine Oberhölle geben muss, nicht wahr? Da habt ihr recht. Nun, wie entsteht diese Niederhölle? Meinungen? Irgendwas mit der Seelenmühle? Nein. Ihr wisst, Chaos und Ordnung schließen sich aus. Sie kämpfen miteinander. Nun zwingt die Ordnung dem Chaos eine Ordnung auf. Genau wie umgekehrt das Chaos der Ordnung ein Chaos oktroyiert. Dieser Grenzbereich könnte man als Niederhöllen deuten. Hat das was mit Blackerath zu tun? Nennt diesen Namen nicht. Warum nicht? Umschreibt ihn. Und fragt nicht nach. Verstehe ich nicht. Man sollte niemals den Namen nennen eines Dämons. Er hat Macht. Und wenn ihr nicht die Macht besitzt, diese Macht zu bezwingen oder zu beherrschen, sollt ihr ihn nicht nennen. Derweil bei Voltax und Zulamin. Doch, einen wunderschönen guten Morgen. Oder eher Mittag. Ja, wir sitzen ja schon. So, ich hoffe, ihr habt alle die Hausaufgaben vorbereitet zur grundlegenden Metaphysik des Steinseins. Ja. Wunderbar. Das klingt sehr gut. Allerdings werden wir heute ein bisschen was anderes machen. Wer ist denn die Frau da? Das erkläre ich gleich. Damit löse ich mein Ringritual aus und lasse die komplette Luftfeuchtigkeit in diesem Raum abregnen. Okay. So! Beginnen wir mit der grundlegenden und wesentlichen Vorlesung zum wandelhaften Charakter des Wassers. Einen wunderschönen guten Tag zum grundlegenden Basismodul 1 des Elementarismus. Ich bin voll nass. Ja, das ist gut so, denn Wasser ist nass. Das hast du sehr schön erkannt. Wir gehen jetzt gleich erstmal an den Strand und da werden wir uns mit einem wichtigen Teil befassen. Also, in 10 Minuten erwarte ich euch am Strand. Wer ist denn die Frau da? Diese Frau ist eine wunderschöne Frau, die uns gleich noch helfen wird. Ja, nicht wahr? Das ist Zulamin. Zulamin, das sind meine minderbegabten Eleven. Sehr erfreut. Aber in 10 Jahren werden sie einmal so weit sein, dass aus ihnen stattliche Elementarmagier geworden sind. Ich bin der beste Stein. Ja, siehst du, das ist ein guter Stein. Der da hinten, der hat eher den Charakter eines Feuers. Und hier die vorne, ja, die ist etwa so wandelbar wie das Wasser. Kann ich mir noch was Sauberes anziehen? Ja, aber es wird wieder nass werden. Also, in 5 Minuten am Strand. Bis gleich. Entschuldigung, von hier aus braucht man eine halbe Stunde runter. Ja, dann beeilt euch. Na gut, sagen wir 10 Minuten. Hm? Aber nur, weil ihr es seid. Ja, die klappen irgendwie ihre Tische nach oben, packen sich dann noch irgendwie das, was trocken geblieben ist, unter den Armen und rennen los. Doch, wir sollten auch losrennen. Das mit den 10 Minuten war vielleicht wirklich etwas sportlich angesetzt. Wir sehen uns gleich am Strand, Zulamin.